Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ja, die, wenn ich das richtig so gesehen habe, letzte oder vorerst letzte Insel, die es zu spielen gibt aus den vordefinierten Karten, sofern da nicht noch was nachgeliefert werden sollte von den Entwicklern, werden wir wohl damit durch sein, wenn wir diese Insel hier erfolgreich erobert haben. Das kann aber noch sehr lange dauern. Könnte ich mir vorstellen. Das ist nicht so ohne. So, ich schaue gerade mal, was haben wir denn so alles schon gemacht? Was müssen wir noch machen? Steinbruch bauen ist klar. Wir brauchen auch noch eine Jagdhütte. Wir brauchen eine Möglichkeit, die Dinge zu sammeln. Also Bären und Pilze und dergleichen. Jagdbares Getier sehe ich hier aber noch keins. Ich nicht so schön. Da müssen wir noch abwarten. So, hier ist ein Stein, da ist ein Stein, da ist auch so ein bisschen Stein. Das heißt, wir kriegen hier irgendwo einen Steinbruch unter, sobald wir über die Möglichkeit verfügen, dieses Gebiet für uns nutzen zu können. Wir haben die erste Holzfällerhütte fertig. Nein, will ich nicht, was haben wir da gemacht? Da wollte ich hin. Nandos Konzentration, da fängt es ja schon wieder gut an. So, habe ich da jetzt wenigstens richtig gemacht? Das sieht gut aus. So, da ist das Gebäude fertig. Da sind auch schon die ersten Wächter unterwegs. Und da würde ich den Fokuspunkt mal hier so hinsetzen. Gucken wir mal, was uns da so erwartet. Hier habe ich einen Entdeckerposten im Bau. Und ist der Wachturm auch fertig und die Wachen machen sich auf den Weg. Die nehmen natürlich logischerweise den kürzesten, den sie nehmen können. Ohne. Also ich würde ungern jetzt hier schon, ich hätte hier natürlich auch hier so eine Verbindung hinsetzen können oder wie auch immer. Wird wahrscheinlich auch noch kommen, sei es, dass ich vielleicht hier noch weitergehe. Ich brauche ja auch noch weitere Holzfällerhütten, nur wir kommen halt an das Gehölz noch nicht ran. Und irgendwann müssen wir hier auch noch einen Forst Haus errichten. So, auch hier Fokuspunkt würde ich dann so ganz vorsichtig. Nee, das ist nicht richtig. Hier ist es. Du bist wieder nicht konzentriert. Was ist los? Auch erstmal so ganz vorsichtig in diese Richtung hin bewegen wollen oder vielleicht besser noch, weil hier das Gestein und so ist, vielleicht vorsichtigerweise noch hier so hin. Machen wir das mal so. Okay. Das sind so die ersten zaghaften Gehversuche hier auf dieser neuen Insel. Ja, wir wissen ja alle noch nicht, was uns hier so erwarten wird. Ich sollte vielleicht hier schon eine weitere Holzfällerhütte hinsetzen, wo sich die entsprechenden Kollegen diese Bäume hier kümmern können. Und zwar halt komplett. Ich würde den Röck auch ruhig da hier so hinsetzen, damit das Gehölz hier komplett wegkommt. Hier kann man dann umsiedeln, ne, sobald das dann halt hier weg ist und die nicht mehr benötigt werden. Speziell also jetzt für diesen Auftrag. Dann können die sich dann hier irgendwo so in diese Richtung ansiedeln. Forsthaus, ja, da überlege ich gerade, ob ich das jetzt schon bauen soll. Halt mich mal erstmal noch so ein bisschen bedeckt. Wobei, man könnte das vielleicht hier hinsetzen. Wenn ich denn dann durchkomme, so wegetechnisch. Ich glaube, ich könnte sogar, ja, wäre vielleicht machbar. Einen Augenblick. Ein Forsthaus. Kriege ich das hier reingesetzt? Das bekomme ich da rein. So. Weg hat man ja geguckt. Müsste gehen. Klappt auch. Und wir brauchen einen Brunnen. Das klappt sogar hier an der Stelle noch. Hier ist grün genug, also ist hier auf jeden Fall Wasser gegeben. Dann haben wir die Geschichte soweit erstmal
schon mal in Auftrag gegeben. Der Pinorik könnte theoretisch so bleiben. Ich kann den vielleicht hier hinsetzen. So. Sehr gut. Ja, mit den Wachtürmen. Na, ich halte mich erstmal noch ein bisschen zurück. Könnte eventuell hier noch einen hinsetzen, aber ich glaube, ich habe nicht genügend Leute. Beziehungsweise, wie sieht es denn hier überhaupt aus? Mit Planiere, Aufgaben verfügbar. Ich mache mal hier alles wieder sichtbar, was ich so benötige. Entdecker. Minenarbeiter werden nicht angezeigt. Es wird alles nicht angezeigt. So, wir sehen schon, also wir sind nicht so stark besetzt. Wir haben 20 Wachen. Die sind entsprechend aufgeteilt. Veteranwachen habe ich keine. Soldaten habe ich keine. Wir werden die hier alle noch brauchen, früher oder später. Die entsprechenden Leute. So, sieht das hier aus? Zahnrad haben wir gar nicht. Kalkstein werden wir irgendwann mal brauchen. Da haben wir alles angezeigt. Im Bereich Bergbau, was ist das? Ich mache hier mal alles. Ja, ich weiß genau, wir werden das eine oder andere nicht finden. Aber schauen wir mal etwas optimistisch in die Zukunft. So, ist das schönes Mehl. Okay, alles klar. Fleisch, Fisch und so weiter. Bitte anzeigen. Auch hier. Alles Essbare kann entsprechend angezeigt werden. Die Fackeln, Eisenschwert auf jeden Fall. Magische Klingen, Eisenlanzen, Silberdegen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob wir da wirklich alles finden werden, aber wir haben jetzt alles im Blick. Das weiß ich. Ja gut, ihr natürlich auch. Auch wenn das jetzt hier sehr viel Platz einnimmt. Egal. Egal, egal. Müssen wir jetzt durch. Was ist das hier nochmal? Sichel des Überflusses. Ja gut, ich habe hier die Angel und Ruck. Ja gut, dann brauchen wir die Zeile hier auch. Egal. Wir sehen ja genug. Hoffe ich. Gut. Da wird eifrig das Gebiet eingenommen. Vielleicht wäre es eine Überlegung wert, den Fokuspunkt hier so hinzusetzen. Da war irgendwas, ich weiß noch nicht, was es jetzt war. Achso, der Entdecker ist auch schon einsatzfähig. Den könnte man dann vielleicht hier so in diese Richtung schicken. Erstmal, ich schau mal. Der Möglichkeiten sind ja da viele gegeben. Oh, sehr gut. Wir haben Zugang zu den Steinen. Das ist auch wichtig. Ein Steinbruch. Den würde ich dann auch... Oder Moment mal. Überlegen. Ja gut, ich setze mal hier so hin. Also wenn Steinmetz, den kriege ich hier nicht unter. Den müsste ich dann, wenn, dann hier unter Umständen sitzen. Oder aber ich bekomme den da unter reingesetzt. Das entsprechende Gebiet wird ja noch erweitert. Dann machen wir das einfach mal so. Glaubt, ist keine schlechte Idee. So, Moment. Da haben wir Stein, da haben wir Stein. Ich setze den Fokuspunkt mal hier so hin. Ist war das? War irgendwie ein komisches Geräusch. Du hast die Grenzen eines pagonischen Dorfes entdeckt. Oh,
Naja, immerhin. Die sind mir wohl. Die mag ich. Das geht in Ordnung. Alles andere ist ein. Da haben wir Getier. Das sagt mir, ich kann hier eine Jagdhütte hinsetzen. Kriege ich die hier hin? Ja, sollte gehen. Ich überlege jetzt gerade von wegen, ne, Wege und so, die will ich mir nicht verbauen. Dann setze ich die Jagdhütte mal da so hin. Da mal so eine Jagdhütte hinsetzen. Wegetechnisch würde ich das Ganze ganz gerne so machen. So, okay. Eventuell könnte man bei der Gelegenheit dann auch schon mal das ein oder andere Lager ins Auge fassen. Los. Naturprodukte, das suchte ich. Einmal Leder. Dann ein Lager für tierische Produkte. Das wäre hier beispielsweise Hasenfleisch. Hasenfleisch, Wildschweinfleisch und Rehfleisch. Das sollte reichen fürs Erste. Dann hätten wir dieses, jenes, welches. Lager war das Stichwort. Könnte ich hier ein Lager hinsetzen? Ebenfalls. Moment, Holzprodukte in dem Fall natürlich. Einmal für Laubholzblätter. Und einmal für Nadelholzbalken. Dann haben wir das schon mal. So. Okay. Die wichtigsten Produktionsgeschichten stehen schon mal. Wir gewinnen hier einiges an Gebiet dazu. Das heißt, ich kann jetzt hingehen und sagen, eine Holzfällerhütte wäre nicht schlecht. Ja, ich setze die mal hier so hin. Wegetechnisch. Das mal so. Das Forsthaus ist eifrig mit dabei. Mit dem Fällen von Bäumen. So, die sollen sich dann darum kümmern. Da gibt es Kupfer, hier gibt es Kupfer, da gibt es Kohle. Hier gibt es Kohle, hier ist Stein. Okay. Okay. Ein Gildehaus wäre auch nicht verkehrt. Setze ich das Gildehaus hin. Ist das eine gute Idee, das Ding hier hinzusetzen? Ich mach's einfach mal. Gildehaus. So. Zack, um.
haben wir das schon mal. Wir brauchen... Wir brauchen alles, wie immer. Verarbeitung, Weberei. Würde ich hier die Weberei hinsetzen wollen. Schneiderei können wir da hinsetzen. Dann haben wir die beiden schon mal. Wie geschickt das Ganze ist, ist eine andere Frage. Okay, auf jeden Fall haben wir die Geschichte schon mal so weit jetzt in Angriff genommen. Kann ich hier schon eine Sammelhütte irgendwo unterbringen? Gibt es hier Bären? Oder Pilze, was ich jetzt im ersten Augenblick so nicht sehen kann. Schwierig. Seht ihr Pilze? Aus Bären sehe ich keine. Boah, mit den Pilzen sieht es jetzt nicht so gut aus auf den ersten Blick. Die Jagdhütte kommt so langsam aus sich hervor ran, also der Bau dergleichen. Da haben wir den lieben Nachbarn. Da sehe ich Himbeeren. Entschuldigung, und jede Menge Getier. Da kommen wir aber noch nicht hin. Das ist noch unbekanntes Gebiet. Die Lager sind fertig. Das ist cool. Hier ist Kohle. Gar nicht mal wenig. Oh. Ja, Moment, wenn das so ist. Dann fange ich doch schon mal mit dem Abbau von Kohle an. Ich drücke das Ding mal hier so in die Ecke. So, wegetechnisch. Das ganz gut. Dann kann ich zumindest schon mal Kohle abbauen. Vielleicht sogar noch ein Lager dafür errichten. Geht das? Das sieht ganz gut aus. Stein? Nein. Bergbau, ja. Bergbau und bitte Kohle einlagern. Und die können dann hier so Kohle abbauen. Was wir haben, das haben wir. Eisen sehe ich noch überhaupt keine. Wir haben hier noch Kohle. Da haben wir Kupfer. Hier haben wir Kupfer. Da ist Eisen. Hier ist Stein. Und da ist Eisen. Moment. Wachturm, Augenblick. Hoch ist gut. Da so hin. Das ist schon mal cool. Dann haben wir hier Kohle, da haben wir Eisen. Das ist keine schlechte Sache. So, Steinmetz. Hier haben wir einen Steinbruch, hier haben wir Stein. Da auch. Das sind jetzt hier direkt von Steinbruch hinzusetzen. Moment mal. Steinbruch. Auch wenn der vielleicht nur kurzzeitig dann existiert, aber was wir haben, das haben wir. So, dann können wir die Steine da abbauen. Ja, mit dem Kupfer, da bin ich noch...
Früher oder später werden wir das vielleicht brauchen, aber erstmal, ich bin mehr so auf aufs Eisen hier fixiert. Auch wenn wir gerade sehen, also hier, ne, hier ist Eisenerz, da ist Stein, da ist schon, das ist der einzigste Knopf, Bubble Eisenerz, das ist nicht viel. Kalkstein, Kohle, ist schön, dass es hier Kohle gibt. Da ist auch ein bisschen Eisenerz. Ihr seht, wo, ne, wo die Probleme liegen. Das fängt schon wieder lustig an hier. Oh mein Gott. Ja, na gut. Wir müssen sowieso erstmal hier das Gebiet entsprechend erschließen. Dann kann ich hier Eisenbergbau betreiben. Apropos Bergbau in der neuen Version, ich glaube ab 0.7. Soll es wohl auch wieder einen Geologen geben? Ja. Und der soll wohl dann in den Bergen nach entsprechenden Ressourcen suchen. Ja? Also was man so halt so braucht. Ne? Eisen, Kupfer, Silber, Kohle, halt alles, was man so kennt. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze dann auswirkt. Also es gibt dann sozusagen diesen Tagebau, den soll es wohl dann nach wie vor geben, na? Dass man hier so abbauen kann. Und dann halt Bergbau, so wie man ihn halt, ne? Hier so kennt. Ne? Also dass man sich dann in die Erde reinbuddelt oder in den Berg reinbuddelt, um an die entsprechenden Ressourcen zu kommen. Ist natürlich jetzt alles noch Zukunftsmusik. Werdet ihr hier bei mir auf dem Kanal erstmal nicht zu sehen bekommen, da ich halt noch mit der 06er Version arbeite. Aber wie gesagt, der Geologe soll kommen. Es soll dann halt zusätzlich zu dem Tagebau dann halt noch entsprechender andere Bergbau, der halt in die Tiefe geht, stattfinden. Es wird interessant zu sehen sein, wie sich das mit dem Tagebau dann, ob sich das auswirkt. Ich glaube nicht, dass der Bergbau, der so in die Tiefe geht, in den Berg reingeht, dass der zusätzlich zu dem, was wir bis jetzt schon haben, dazukommt, sondern dass da so ein Ausgleich stattfinden wird. Das heißt also, der Tagebau, könnte ich mir vorstellen, wird vielleicht ein bisschen zurückgefahren. Ja, du findest dann also auf Tage, also auf der Erdoberfläche, weniger Ressourcen und musst dafür dann halt mehr so in den Bergen reinbuddeln. Es wird noch einen weiteren Gegnertypen geben, einen neuen. Also nicht nur, dass die Zauberer kommen, die, soweit ich das in Erinnerung habe, dann für unsere Leute dann da tätig werden, sondern es gibt dann einen Gegnertyp, der genauso wie wir es machen, Land für sich in Anspruch nimmt, ne? Also seine Grenzen erweitert. Also nicht nur irgendwo ein festes Lager hat, so wie die Banditen und Diebe und so weiter und die Schemen und wie wir die so alle so kennen, sondern er nimmt Land in Anspruch. Er nimmt Ressourcen in Anspruch, sprich Eisenkohle, alles was so da ist. Ja, das wird noch spaßig werden. Das wird ein ziemlich heftiger Gegner werden. Es soll dann aber zusätzlich zu den Zauberern oder Magiern dann wohl auch noch eine weitere Fraktion oder eine weitere Einheit vielmehr geben, die für uns dann entsprechend tätig wird, für die Spielerinnen und Spieler, die dann speziell für diesen neuen Gegner dann da wohl auch ausgelegt sein soll. Irgendwie so in diese Richtung geht das Ganze. Wir werden uns überraschen lassen, in zukünftigen Let's Plays, vielleicht auch hier auf meinem Kanal. Schauen wir mal. Auf jeden Fall könnt ihr das dann alles spielen, sobald es denn dann halt veröffentlicht wurde von den Entwicklern. Wir sehen uns dann hoffentlich erstmal in der nächsten Folge wieder. Wir werden dann schauen, wie wir hier uns schlagen werden, was wir so für uns hier noch alles gewinnen können, bevor der Ärger so richtig losgeht. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Und genießt die Zeit.